Hört ihr mich? Ab Montag denn. Jetzt ist erstmal zu. Boah, ist das schlimm. Also jetzt ist erstmal der Laden zu. Der Laden ist dicht. Bis auf alle Fälle Montag. Und am Montag entscheide ich mal. Also ich werde spontan entscheiden, ob ich den Laden dann aufmache oder nicht. Oh, so fein, so lecker. Am. Tada. Ist so hübsch. Gerade haben wir uns ein Video angeguckt, wie du geboren warst gerade. Nam nam nam. So toll. Jetzt steht sie hier und muffelt. Guten Morgen oder guten Tag. Also, es ist schon ein bisschen später am Tag wieder. Ich bin jetzt mal im Laden. Und zwar sieht es so aus, dass ab nächste Woche, heute ist Feiertag, ab nächste Woche wird der Laden offen sein. Wir werden eine kontaktfreie Annahme von Reparaturen anbieten. Ich muss mir da erstmal klar werden, wie ich das mache. Kontaktfreie Annahme hier am Fenster. Das sind locker 3 Meter, die ich dann Abstand habe zu den Kunden. Die lassen dann ihre Räder da. Ja, und irgendwie so wird das dann hoffentlich laufen. Ich sag's ja schon, ich mache ja alles, damit das hier eben so keine Gefahr besteht für möglichst keinem. Mehr kann man nicht machen. Mehr kann man nicht machen. Okay, Leute, erfreulicheres Thema ist, der Tokyo Bike, die Sattelstütze ist raus. Ich verstehe nicht, warum die Dinger so teuer sind, aber ist ja egal. Die Leute mögen die Räder, die sind filigran, klein, schmal, was auch immer. Das werde ich hier noch, den Zug werde ich hier noch erneuern, der ist hier durch mittlerweile, der ist vom Heißmachen hier, der Stütze und so, ist der, die Stütze mal bis hier unten drin. Das ist wirklich, ich bin total happy, dass das Ding raus ist. Den mache ich jetzt fertig, den Rahmen. Das Rad wäre verkauft gewesen, aber ich hatte nicht probiert, mein Fehler, ob sich die Sattelstütze bewegen lässt, weil es war auf meine Größe eingestellt. Teil, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mich drauf gesetzt, dachte mir, oh ja, ist ja geil, ist ja nicht schlecht. Fährt, bremst, schaltet, macht was dazu. Dann kam die Kundin an, sehr klein, eine sehr zarte Person. Sattel musste verstellt werden und das war der Moment der Wahrheit, in dem ich erkannte, oh Mist, ja, hast du ja nicht probiert. Und dann habe ich es probiert und dann lief es nicht und das war ärgerlich. Nun kriegt sie noch eine neue Sattelstütze, nun kriegt sie noch neuen Bremszug gleich. Oh ja, also kann sie sich ja nicht beschweren, kostet sie nicht mehr, wenn sie das Rad noch haben will. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, das ist schon vor einer Woche gewesen. Da wollte sie das Rad kaufen. Kann natürlich durchaus sein, dass sie sich jetzt nach dem anderen schon umgeschaut hat. Würde ich ihr auch nicht übel nehmen, so oder so muss ich es ja machen, ich muss es ja reparieren. Insofern alles nicht dramatisch. Ich finde es toll, dass es möglich war, die Sattelstütze hier rauszuarbeiten, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wir haben alle probiert und wir haben es nicht hingekriegt. Hans noch da, hat dann noch mitgeholfen. Ich bin fast verzweifelt, ja. Ich dachte mir, kann nicht wahr sein, den Tag, den hat's gerade verkauft, das wäre weg gewesen. Das ist. Was denn du? Was denn da? Alten will ich nicht.
Zack. 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 Wo ist denn hier mein Holzgriffdorn? Tja, jetzt muss ich mich bei schönem Wetter vor den Leuten verstecken nächste Woche. Und das mache ich jetzt hier nebenbei, weil, wie gesagt, der wäre ja eigentlich weg gewesen schon. Damit sie jetzt bei schönem Wetter nächste Woche fahren kann, sofern sie mag. Ich werde sie anrufen. Was wird ihr denn sagen? Ist fertig, kannst abholen. Aber er sagt mir, tut mir leid, ich habe schon neue. Dann ist es halt so. Kann man da nichts ändern. Aber ich hab's probiert. Walle war so nett und hat da drüber gefahren in die Metallwerkstatt. Zack. Zack, wunderbar. Zack. Elena Meile. Boom. Boom, boom, boom. Sehr cool. Oh ja, yeah. Wunderbar.
90 Euro hat mich das gekostet, die Sattelstütze hier zu entfernen. Ich habe jetzt bezahlt an die Metallbude. Sind die für ein Scheiß? Ich tausche auch noch was, schnell von der Hunger weg. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Gut, haben wir. Cool. Haben wir hier den hier? Ich glaube doch. Licht läuft. Sattel ist fit. Sehr gut. Okay, next one. Next one ist, ich habe ein Plepperrad gekauft. Warum? Werden einige fragen, wegen der Teile, die dran sind. Das stammt aus einer Räumung. Von einem Händler, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und der macht seit fast 30 Jahren macht der Räumung in so für Hausverwaltung. Und da stand diese Draht drin. Sollte geräumt werden, sollte weg. Mit Heiken für 30 Euro abgekauft. Warum habe ich es abgekauft? Erstens XT Daumenschalthebel, zweitens XT Umwerfer, XT Schaltwerk und naja, ein Suntour Vorbau. Es ist wie gesagt ein Kettler. Das Kettler an und für sich nicht so geil.
Aber ja, werden wir mal sehen. Der Reifen ist total Schrott. Der ist richtig geplatzt hier an der Seite überall. Hier ist er richtig aufgerissen. Ja, der hat es halt hinter sich hier. Ne? Achso, XT-Bremsen sind auch noch dran. Ich kann mich nicht beschweren. Hier sind leider Tektro-Hebel verbaut. Weil hier waren mal Hörnchen dran. Das sind diese, das kannst du vom Hörnchen aus auch bedienen. Also sie sind auch schon selten, aber naja, ist geiler wären die XT-Hebel gewesen. Haben wir nicht, können wir nicht ändern. Ein schönes Licht ist noch dran. Jetzt wird es geschlachtet. So. Ja, immer das Licht, wie gesagt, ist kein besonderes, aber immerhin ist Licht. Ne? Batterielicht kann man gut gebrauchen. Ein Sattel gebraucht mit Stütze, auch nicht schlecht. Habt ihr gesehen, gerade hätten wir den gebraucht. Da haben wir den gebraucht. Ständer. Der Superbügel zum Schaltungsschutz, ja, hier an der Kettenstrebe wird er befestigt sozusagen, übergeworfen und hier nochmal auf der Achse montiert. Also die haben sich schon was einfallen lassen mit den Dingern. Immer verrückter. Leider das Laufrad, wahrscheinlich beide Laufräder dann. Und unterm ganzen Dreck sieht das auch noch ganz gut aus. Ne? Nicht zerkratzt, nicht. Wenn man das sauber macht, perfekt. Geerntet, vom Baum gepflückt. Ja, dieser wunderschöne SR MTS 100. Dieser wunderschöne Vorbau. Diese genialen Daumenschalthebel. Ach, herrlich, wunderbar. Na dann können wir jetzt aber auch hier den hier abmachen. Naja, kann drei bleiben. Ja, jetzt nächste 732. BRM 732. So, selbst was brauche ich noch von dem Rad? Thank you.
ist natürlich sackenstabil, wa? Also, der Rahmen ja eigentlich hoch. Yay, und der ist nämlich nicht. Der ist nicht aus Plastik, der ist aus Metall. Ein Biopace Rockring. Rockring. Biopace Rockring. Original mit Labelung noch. Und noch recht gut erhalten. Alle Schrauben da, alle drehen. Cool. Cool und Kult. Ja, aber die sind spitz, der Rest ist spitz, der Tat. Damit. Boah, ist das fett. Ist das ein fettet Aluklops? Klopsi, Klopsi. Ja, wollen wir mal. Dann geht's mal weiter. Jetzt drücken wir mal das Ding hier. Jetzt machen wir noch mit dem. Hebel 1. Ja, Gummi noch perfekt hier rum. Hebel 2. Perfekt.
So, jetzt haben wir. Lecker Vorbau, Kult. Perfekt. MTS 100. Gut, das war's eigentlich fertig. Ich habe geschlachtet eins und eins fertig aufgebaut. Ein Rad, das war's für heute. Die werden natürlich so gut wie nie verbaut, die Teile hier. Wisst ihr auch? Uiuiui, die schlackern ja hier. Schon mal nach rumgeschraubt dran. Na, na, na. Schön dran lassen. Zack. Schon besser. Ja, die kommen dann irgendwann mal verkauft. Oder so, mal sehen. Die werden dann irgendwann mal gereinigt erstmal und dann alle eingetütet und weggepackt. Und die XT-Nummer hier oben auch eintüten, wegpacken. Meine Güte. Kostet ja alles wahnsinnig viel heutzutage. Gut, das war's aus der Karas Werkstatt. Wir sehen uns am Montag wieder, nehme ich an. Und ja, dieser 45 Sekunden Clip da, das war natürlich ist schon länger her oder so. Da war ja Ona gerade auf der Welt und dachte, ich bring mal wieder ein bisschen Harmonie in diese Landschaft. Liebe, auch was Schönes, ganz wichtig. Also, wie gesagt, hasst euch nicht, liebt euch. Macht das Beste draus aus der Situation, wie sie gerade ist. Wir müssen alle durch. Ab Montag bin ich geöffnet, aber eben wie gesagt, kontaktfrei. Möglichst kontaktfrei damit. Sofern es geht, natürlich. Also, macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy. Und frohe Ostern wünsche ich euch allen. Ja? Also viel Freude. Fahrt raus. Ihr wisst ja nicht, ob man nach Gräser. Fahrt nach Brandenburg im Wald. Vergnügt euch da. Verteilt euch ein bisschen. Macht nicht die Parks hier so voll, weil das ist alles nur. Hey, ihr wisst, es gibt so viele Hater, die dann einfach irgendwie. Der Drang ist da, rauszugehen. Das ist klar, aber. Verteilt euch. Das Land ist groß genug. Verteilt euch. Wenn es erlaubt ist, sofern es erlaubt ist. Also, wie gesagt. Ja. Gut. Frohe Ostern. Ciao.